Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Outlaws. Gute Arbeit mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich dir. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechanik. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit ihm. Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker. Wacker, Wacker, ey. Naja, dann nimm das Ding mal. Okay, irgendwie geschafft. Ich schaffe einen Blaster, ein Raumschiff und einen Gleiter. Okay. Ohoho, da ist ordentlich Wumms hinter. Oh, also gut, wir leben noch. Wir reparieren das Schiff, fliegen zu den Kernwelten und drehen ein großes Ding. 2,3 Kilometer muss ich reisen, okay. Na, dann machen wir das. Nicht unbedingt die schönste Welt, die wir hier gefunden haben, ne? Aber was ist da los? Da ist, hier ist was. Ja, oh Scheiße. Oh Gott im Himmel. Fuck. Sag mal. Da. Ich brauche Heilung, danke. Ist jemand hier? Nö, ne? Okay, eine Bacta-Fiole habe ich bekommen. Ist mit meinem Gleiter los. Funktioniert er noch? Achso, ich kann mich so drehen, okay. Okay. Alter! So. Weiter geht's. Alles gut da hinten, Kumpel? Noch mehr. Ich weiß. Was machen wir hier bloß? Ja, scheiß drauf. Komm, wir gehen aber. Bist du da? Funktioniert der Funk? Ja, also diese Banditen sind immer noch hinter mir her. Hey, was ist das? Führe mit dem Gleiter eine perfekte Landung durch. Okay. Das ist Pike-Gebiet. Da hängst du sie ab. Und, wie soll ich dich nennen? Ich bin Kay. Alles klar, Kay. Du findest Gorak oben im Makal. Das ist die beliebteste Kantine in der Stadt. Du kannst sie nicht verfehlen. Okay. Schöne Stadt. Wow, sieh dir das an. Aber das muss Miroganer sein. Sind gefährlich. Irgendwie. Also wenn das Ding zusammenbricht, dann habt ihr verloren. Sag schon, Wacker. Was springt für dich dabei raus? Ich glaube nicht an Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Loks habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher. Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut, schon gut. Ich überleg mir was. Oh. Sie das meinen. Keine Schmuggelware. Das beurteile immer noch ich. Darf ich hier durchlaufen? Hallo. Nee, da bin ich. Sieht's hier aus? Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar, sicher. Sie sind Thoren Valarionov? Das bin ich. Mhm.
Alles klar. Gehen Sie weiter. Danke. Aber du musst nicht in ihn reinlaufen. Erreicher Makals Lokal. Alrighty. Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. Ja, hier sind meine Dokumente. Alles in Ordnung. Gut. Oh, hier ist ein bisschen was los, ne? Hier ist ein bisschen was los. Das hier muss es sein, oder? Keine Ahnung, was das heißt. Versuch's doch. Wenn das Imperium dich nicht kriegt, dann die Feige. Kann ich, Das ist Makals Spielhölle. Ja, das ist richtig hier. Okay. Guten Tag, werte Dame. Hey, ich muss mit Gorath reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Ah. Ja. Finde eine Möglichkeit, Goraths Gebiet zu betreten. Ja. Die Frage, ne? Was ist hier? Gubolift rufen. Hey, nur für geladene Gäste. Entschuldigung. Ja, was soll ich denn machen? Was ist das hier? Musikbox benutzen. Nix! Gefällt dir das? Nee, das ist nichts. Wenn ich hier anlehne? Ich muss zuhören den anderen. Nö. Okay. Das ist nix. Das hier? Vielleicht können wir von hier außen irgendwo aufspringen. Das hier? Orichalkring. Ah ja, guck mal. Oh, dreimal oder was? Nee. Nee, nur zwei. Ja, dann. Das ist, denke ich, unser Weg in die Suite. Hoch mit dir. Es geht auf jeden Fall nach oben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt wieder nach unten. Das ist... Na gut, dann also auf zu Gorath. Ah, wir sind im Lift. Cool. Sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich habe genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Du bist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hereinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Ja, das ist auch Goraths Ring. Oh, Jesus. Oh, das ist aber... könnte zum Problem werden. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danker. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond.
Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Apropos, ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihnen, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Hauptsache süß. Das ist das Wichtigste. Gut. Neue Quest, Unterwelt. Oi, Kays Ruf zeigt, wie sehr ein Syndikat ihr vertraut. Ein guter Ruf öffnet Türen zu Belohnungen und Gelegenheiten, während ein schlechter Ruf sie. Einem Syndikat zu gefallen, kann ein anderes verärgern. Es ist normal, dass Kays Ruf schwankt, wenn sie für wechselnde Partner arbeitet. Aufträge für ein Syndikat durchführt, kann Kay ihre Beziehung zu diesem Syndikat verbessern. Loyalitäten ändern sich, Verrat ist unvermeidlich. Und eine findige Gesetzlose muss wissen, wenn die Unterwelt zu Vorteil nutzt. Okay, das Huttenkartell, Crimson Dawn und das Pike-Syndikat. Alles dürftig. Okay. Crimson Dawn, die gefallen mir. Das ist, wenn ich einen guten Ruf habe. Alles frei betreten. Ja, okay. Hier beim Journal auf. Infiltriere Goraks Basis. Okay. Fähigkeiten. Schlossknacken, Kantina-Schlägerei. Was ist das da? Beschwatzen? Erledige abgelenkte Gegner durch einen Niederschlag. Noch zwei und dann kann ich schnell auf alarmierte Gegner reagieren und denen die Reaktion verlangsamen. Hier brauche ich noch fünf Grobtüter. Okay. Erhöht die maximale Gesundheit. Okay. Gegner verschiedenen Händlern. Credits bei Händlern. Credits aus. Okay. Sieht's mit der Ausrüstung aus? Was habe ich hier so für Kleidung? Kays Jacke. Kays Hemd. Kays Gürtel. Alles meine. Kays Glückschip. Sorgt beim Halten für eine tröstliche Präsenz. Toll. Werkzeuge, ja gut. Fernglas, der Greifhaken kennen wir, die Leuchte. Auch noch nicht so benutzt. Die Piole, der Datenstift. Sonst so, das sind Materialien. Ja. Questgegenstände. Gefälschte ID-Karte, okay. Ja. Neue Quest, Unterwelt. Infiltriere Goraks Basis. Könnte ich denn... Goraks Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Okay. Okay. Hallo, Wacker? Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast draufgegangen. Gorak erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen. Ja. Na, wenn es nur das ist, wie kann man wetten? Nee, will ich nicht. Mach ich im Real Life schon. Pokern können wir da auch noch. Wie ist denn diese Basis?
Da noch ein Händler oder irgendwas? Kann ich da meinen... Irgendwo was klauen, mein Kleiner? Da. Hm, beim Sturmtruppler. Oh boy. Okay. Was hast denn du? Eine Granate! Da kannst du auch noch Shepard stillen. Eine Granate? Ja. Aber wie werfe ich Granaten? Gut, kann ich jetzt wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, was ist mit ihm da? Du weißt doch, wie Pechsträhnen sind. Bis morgen gewinne ich die Tasche. Ah. Das ist zu spät. Und wenn ich die Hälfte jetzt bezahle und den Rest. Wie viel Zeit erkauft bitte? Auffällig, was du da machst, mein Kleiner, aber okay. Eine Granate? Nein, der ist wertlos. Nur noch Teigeschangel. Hol die Beute. Meine Frau bringt mich um. Tja, sie oder ich. Gut. Nimm ihn. Voll. Das verschafft dir einen weiteren Tag. Wir könnten hier Gewürz verkaufen. Ja, läuft's nicht so, ha? Das da? Runterrutschen. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Oh. Aha. Antikes Behälter öffnen. Ah. Heilzyklisches Getriebe. Ist noch mal was? Ein Aurodium Ring. Gut, was auch immer mir das alles bringen soll. I don't know. Aber wir gehen wieder hoch. Ich glaube, hier unten gibt es mehr für mich, ne? Okay. Gehen wir mal hier durch. Nee, da geht durch. Okay. Entschuldigung. Hey, du hattest recht. Die lass mich nicht rein. Es gibt eine andere Möglichkeit. Einen Luftschacht um die Ecke. Aber Kay, wenn sie dich sehen. Ich weiß. Das wäre nicht gut. Ja, das wäre nicht gut. Naja. Den Luftschacht suchen wir mal morgen. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.